bekämpfen wir die Spirits ja, zu jeder Stunde im Klosett. Ja. Sollte besser nichts bekannt werden, als dein Sohn. Ein Mutter vergisst man nicht. Die meine ist auch schon längst tot, aber sie erscheint mir immer wieder. Glaubst du, wärst der einzige Schwule, der was verheiratet ist und Kinder hat? Es gibt doch auch Frauen, die völlig uninteressiert sind am Sex. Too much love will kill you anytime. Was machen wir denn, Peter? Wie soll denn das weitergehen? Ich möchte so gern normal sein. Stink normal. Bist ja. Ah, irgendwann macht den letzten Zappler. Was soll's? Ist ja nicht das Ende. Wenn's wahr ist. Es gibt ein Paradies, Max. Was ich glaube, ist, dass wir gestraft werden. Bleibt der jetzt da und wohnt bei dir? Nein, nein, der steht nicht aufs Land leben. Aber er kommt immer wieder besuchen. Papa! Die einzig richtige Auslegung in der Sache, mein Sohn, kommt von Gott. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr alle, wird die ganze Welt, wird das ganze Menschengeschlecht an dieser Pest zugrunde gehen. Der verlorene Sohn kehrt zurück in den Schoß der Familie. Ich habe mir Gedanken gemacht, Peter. Vielleicht bin ich selber schuld. Er wird dich anstecken. Willst du das? Ich habe 500 Helferzellen. Warum komm ich und wie viel hast du? Sechs Stück hat er. Sechs Helferzellen. Wie geht's dir? Gut. Ich brauche einen Schuss. Ich brauche einen Schuss. Und was glaubst du, was drin war? Keine Ahnung. Eine tote Ratte und ein Zettel. Und auf dem Zettel ist gestanden, Welcome to the AIDS Club. Kannst du dir das vorstellen? Welcome to the AIDS Club. Ach so, eine Gemeinheit. Na, der hat vielleicht einen Schock gehabt. Da kriege ich so schnell ein Bissbude. Der Besitzer ist ein Kunde von mir. Der geht in Pension und hat keine Kinder. Und die Farbe, die holen wir dann aus dem Solarium. Hast du mit meinem Vater geredet? Ach so, das ist ja noch schwanger. Was sitzt du denn da mal rum, du Schwein? Bettelt schon Mitleid. Man will dir gar was? Alles, was uns bleibt, ist Stolz, verstehst du? Was tust du denn da? Lass uns das endlich in Ruhe, hau ab, Mensch! Du gehst ins Krankenhaus, Kim. Für was denn? Ich muss sowieso sterben. Und wie? Willst du uns heute umbringen? Hör mir, ey! Ich will dich nicht umbringen. Ich bin wie du. Ich bin so einer wie du. Deshalb bin ich Priester geworden. Hinter dem alten Zwölfer war ich her. Du kennst mich. Heute hätte ich ihn fast geht. Nimm deinen Sohn. Den einzigen, den du lieb hast. Und bring ihn auf den Berg als Brandopfer. Ja. Abraham.